Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Vlöckchen. Eigentlich hätte ich geplant, das Video gestern Nacht nach dem wundervollen Treffen mit euch schon fertig zu schneiden, damit wir es heute online stellen können, aber ich bin ins Koma gefallen. Ich habe es wirklich nicht geschafft und tatsächlich muss man auch sagen, dass man bei dem Anblick von all dem hier auch echt nur ins Koma fallen kann. Hallo! Hi Schatz, wie weit bist du? Nicht weit. Nicht weit. Denn wir sind eigentlich schon wieder auf dem Weg zu dem nächsten Ereignis, was sehr cool sein wird, aber wir sind schon wieder not really on time. Man könnte auch sagen, wir sind verdammt nochmal zu spät. Aber ich habe eine Stunde heute mit der Maus gespielt. Man muss Prioritäten setzen. So doll mit ihr gespielt, dass sie am Ratzen ist. Ihr Iron Man Anzug liegt hier schon bereit. Sie braucht quasi sich nur noch reinlegen. Wir haben so auf 8:30 gerade gefrühstückt. Oh. Ja, Schatz, ich gehe ja extra raus. Wir werden uns heute Schmerzen zufügen. Das klingt ganz lustig. Wird es auch sein. Wird es auch sein, denn... Mein Transbrüchen. Mega stressig. Denn wir lassen uns heute tätowieren. Das ist genau wie uns tätowieren lassen. Seid gespannt. Bleibt dran. Alter, bockt ja gar nicht hier. Eiskalt. Wir sollen heute eigentlich 18 Grad haben, aber hier ist es so windig in Hamburg. Es ist gar nicht kalt, es ist nur so windig. Ich will nach Hamburg. Drei Wettertaft, die Frisur sitzt nicht. Hey, am Arsch, alles wirklich. Aber man muss sagen, mein Permanent Make-up macht sich jetzt schon bezahlt, denn... Das wäre es ja, wenn der Wind dir das Permanent Make-up aus dem Gesicht weht. Ich habe nur Wimperntusche draufgeklatscht, wir hatten nämlich mal wieder gar keine Zeit und... Ich konnte direkt warten, das ist so geil, ich freue mich riesig. Eigentlich wären wir auch pünktlich, wenn Xingling aufs Navi geguckt. Die hat mich voll gelabert mit irgendwelchen Stories aus der Bild-Zeitung, wo ich mir denke, so interessiert kein Schwanz. Ja, ja. Ist so. Das Coole an dem Tattoo. Ey, sag mal, Mann, ist, willst du noch dichter fahren? Ich laufe gleich in die Wand rein. Das Coole an dem Tattoo-Studio ist, dass es undercover ist. Das heißt, die Adresse wird erst veröffentlicht. Wird gleich gezeigt. Wunderschönen Freunde, wir befinden uns jetzt in dem Tattoo-Salon von Claudius und von dem lieben Flo. Der Claudius wird uns gleich tätowieren und das ist voll schön hier, ne? Es ist wie eine kleine Galerie. Ausgeartet, finde ich ziemlich geil. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch das in ein paar freshen Impressions in 3. It's how I'm feeling inside that's annoying my vibe. Got a letter from here, another email from there. Now who I'm gonna listen to when it comes to crime? Yeah. I'm 4C, I'm ready, committed to changing. Now who to blame when no one else is giving? Yeah. So, wir sind jetzt hier an Ort und Stelle. Und Claudius ist schon bereit. Moin Claudius, du tätowierst jetzt seit 3,5 Jahren, sagst du? Das heißt, genau, du bist da hab ich mehr gestartet. Als Profi, mehr als fit, mehr als ready. Definitiv. Heute könnte es ein bisschen problematisch werden, da ich etwas abgelenkt bin hier von der Kleinen. Aber kriegen wir schon hin. Also Mila, hast du gehört, du musst gleich runtergehen, damit Mama ein schönes Tattoo kriegt. Schließen dich gleich weg, irgendwo. Der Claudius spezialisiert sich ja auf sehr feine Tattoos, ne? Genau, ja. Dementsprechend haben wir was richtig Schönes ausgesucht. Ich freue mich richtig in Keks, weil während der Schwangerschaft durfte ich mich ja nicht tätowieren. Und hier Xinglong hat ja schon vorgelegt. Gerade mal mein fertiges Partner-Tattoo angeschaut. Kann man das gut sehen? Ja. Voll cool, oder? Cool. Gefällt mir auch richtig gut. Freunde, was seht ihr hier? Wir verraten jetzt mal nicht, was das bedeuten soll, oder? Nee, noch nicht. Ihr könnt ja mal raten. Schreibt mal sehr gerne mal in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall was sehr Persönliches, was sehr Individuelles. Etwas, was zu uns gehört, was zu uns passt. Ja, haben wir uns selbst ausgedacht. Sieht geil aus, ich freue mich richtig. Vielen lieben Dank, Claudius. Wirklich grandiose Arbeit geleistet. Mila gefällt es auch. Ja, ich glaube auch. Ja. Jetzt richtig happy gerade, ne?
Ja, wir haben jetzt ein Partner-Tattoo, das heißt, wir müssen zusammenbleiben, ne? Nicht das Baby war der Grund oder die Villa oder nur das Hochzeit, Tattoo, nur genau. Das nee, aber wir hatten auch nicht vor, irgendwas daran zu ändern. So, was ich aber jetzt gerade noch mal ganz kurz rauspicken wollte für euch, sehr geil. Der Claudius tätowiert nämlich nicht nur Menschen, aber sondern ganz auch neu. Sneaker. Schöne. Richtig geil. Aber schaut mal, wie cool filigran man tatsächlich auch auf solchen Materialien tätowieren kann. Also gerade so ein Name oder sowas, das müssen wir auch mal machen mit Mila. Guck mal, Mila. Mila feiert das. Wollen wir deinen neuen Sneaker auch noch mal tätowieren lassen? Wir haben hier gerade noch ein schönes Foto gemacht, damit wir auch mal ganz kurz die Konkurrenzfirma hier mit reinbringen. Mit ihren neuen süßen kleinen Adidas-Schüchen. Adidas-Gesell. Bist du eine kleine Gazelle-Maus? Ja, das bin ich, Papa. Ihr habt auch die Möglichkeit, tatsächlich hier eure Sneaker tätowieren zu lassen. Das heißt, falls ihr Interesse habt, wenn ihr das cool findet oder auch grundsätzlich einfach mal sehen wollt, was Claudius alles so drauf hat, dann schaut mal unten in der Beschreibung. Alles für euch verlinkt. Man kann ja sagen, zu den Stellen. Also ich habe mir noch nie was tätowieren lassen, was so gar nicht wehgetan hat. Ja. Also das Mila-Tattoo, ich habe es wirklich nicht gespürt, Freunde. Und hier hat man es gespürt, aber es hat nicht wehgetan. Also ich finde Augenbrauen zupfen schmerzhafter. Es liegt aber auch an der Filigranität von dieser, Claudius Tattoo-Stil. An dieser dünnen Nadel auf jeden Fall. Also so kleine Tattoos kann ich mir durchaus vorstellen, noch mal ein paar zu machen. Okay, wir gehen jetzt weiter. I remember the words from my old man. Yeah, my patience for some reason is running low. It's an empty hell. Only you look out for yourself then. It's obvious to me that you're taking never giving continue to put the blame on me. Der kennt den Schokokuchen von Vapiano. Ja. Hey, wir sind wieder zu Hause. Heute war ein sehr produktiver Tag. In der wo Tat. Wir uns aber auch mal was gegönnt haben, neben dem Tattoo und dem leckeren Kuchen, waren wir gerade auch noch ein paar Sachen abgeben, gerade Geschirr, dann hatten wir noch Pampers von ihr. Oh, all diese Sachen, Computerspiele, DVDs und solche Sachen, haben wir alles jetzt abgegeben. Wir waren bei einem richtig coolen Laden, wo man quasi dann auch für umsonst also genau, Sachen umsonst abgibt. Umsonstladen heißt der sogar. Genau, und dann auch umsonst dann da Sachen rausnehmen kann. Also mega gut, all die Sachen, die wir jetzt hier über so einen langen Zeitraum besessen haben und quasi nichts damit gemacht haben, finden jetzt endlich einen neuen Nutzen, neue Besitzer. Leute gehen einfach rein und nehmen es mit nach Hause, das ist richtig gut. Viel und besser, als wir das in Köln gemacht haben. Ne? Da haben wir leider Gottes, weil wir einfach keine Zeit hatten, alles weggeschmissen. Da kann Gott halt tatsächlich echt gar nichts für. Ne? Also, Sünde. Wir haben viel zu viele Sachen weggeschmissen, weil wir einfach auf Zeitkrampf das nicht mehr anders hinbekommen haben. Aber wir haben aus unseren Fehlern gelernt und es diesmal besser gemacht. Richtig. Es ist halt immer noch lange nicht fertig. Wir haben hier immer noch einige Boxen, wo wir aussortieren müssen. Oh, hier ist ein bisschen Kleinkram drin. Ja, darunter sind noch Bücher und so weiter. Das wird jetzt die Tage gemacht. Hier ist ein Koffer. Der ist tatsächlich komplett fertig. Ganzes Equipment gepackt. Der geht so 1:1 nach Lombok. Hier überall noch Einzelteile. Alter, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Schreibt mal in die Kommentare, was war euer erstes Handy? Ich habe hier wirklich die Uraltgurken das noch. Das hatte ich auch. Das Walkman-Handy, nur in schwarz. Das hier? Das war cool. Sony Ericsson. Ah. Genau. Hä, aber ist das das Walkman-Handy? Ja, ist es. Weiß nur, diese eine Taste war so die Internet-Taste. Und da hatte man Panik, wenn man aus Versehen dagegen gekommen ist. Draufgedrückt, richtig viel nein. Geld ausgegeben. Nein, von dem lädt er sich dann rein. Modem, bibli, du kannst nicht mehr abbrechen. Scheiße. Auf jeden Fall schon mal ein paar Euros weg. Mein erstes Handy ist tatsächlich nicht dabei. Es war ein 3210 von Nokia. Ich glaube, aber das war auch mein erstes. Das liegt echt? Dieses Graue, ne? Genau, richtig. Ah, nee, das war nicht mein erstes. Mein 3310, erstes. Das Blaue. Und wie alt warst du bei deinem ersten Handy? Boah. Das war Gymnasium. Guck mal, ich habe eins in der Grundschule bekommen. Junge! In der dritten Klasse. Nee. Doch, und das war ein Motorola. Das war mein erstes. Nokia 2310 so hatte ich auch später dann mal. Aber ich hatte so richtig, also keiner hatte damals ein Handy und ich hatte eins. Ja, also, ja. Nee, ich habe es relativ spät bekommen, aber dafür dann gleich das 3210. Das war ja mega. Die meisten hatten das 3310 oder halt so ein Triumph-Knochen. Hallo. Oh, wer ist da? E.T. nach Hause telefonieren. Oma, bist du's? Hallo. Nee, ihr könnt aber sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Handy und mit wie vielen Jahren hattet ihr euer erstes Handy. Das würde mich interessieren. Schaut mal, ich bin gerade dabei, diese ganzen Rechner auseinanderzunehmen. Hier sind wirklich so viele Laptops. Weiß gar nicht mehr, wohin damit. Was ist das denn, Schatz? Das ist meins. Damit habe ich mein Abitur geschrieben. Das ist mein ältester hier, BenQ, Taiwanese. Aber das ist wirklich das Lustigste. Okay, Spielzeug.
unfassbar. Ey, wirklich, dass es sowas gegeben hat früher. Ich habe da so lustige Daten drauf. Ich habe das ja letztens irgendwann mal angemacht. Bin nicht einmal mehr klargekommen mit diesem Betriebssystem. Ich wusste nicht, wo diese Videos gespeichert sind. Mit diesem Datenträger D, C. Ja. Keine Ahnung was. Man ist so krass an Apple. Du bist genug. Richtig apfelgeschädigt. Ja. Das wird die nächsten Tage hier passieren. Sieht halt immer noch aus wie nach einem Bombeneinschlag. Aber wir kommen voran, denn wir waren einkaufen. Ja, heute waren wir auch noch bei Budnikowski. Haben meine ganze To-Do-Liste abgearbeitet, die ich die letzten Tage gepflegt habe in meinen Notizen. Und ich glaube, wir haben wirklich alles besorgt. Wenn ihr sehen wollt, was wir alles gekauft haben oder grundsätzlich, was wir packen, dann schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Ich sag euch, Freunde, langsam wird es ernst. Ich bin auf jeden Fall fix und foxy. Heute war echt krass. Ich glaube, Maus will auch mal kurz erzählen. Was hast du heute gemacht? Ich habe ein Tattoo, Freunde. Ein Tattoo. Habt ihr gesehen? Sie hat ja auch ein Tattoo gemacht. Nicht nur. Sie hat auch das Partner-Tattoo gemacht. Nicht nur Papa hat Mila Schön, jetzt auch Mama. Mhm. Cool. Ich lasse mir Papa und Mama tätowieren. Ja. Ja. Ja, auf den Kniescheiben, links und rechts. Geil. Ju. Elektromüll. Wir geben Gas und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Bleibt dran, abonniert den Kanal, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive wie immer. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Video.